So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel. Wir gratulieren zunächst mal dem Bergischen HC zu diesem Erfolg heute. Begrüßen auf Seiten des Bergischen HC den Trainer Jamal Nagy und Lukas Stutzke. Und wir begrüßen natürlich auch den HSG-Coach Horvath und Domen Novak. Euch auch herzlich willkommen bei der Pressekonferenz. Und wie wir das kennen, hat der Gästecoach das erste Wort. Jamal, bitte. Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie wir uns hier präsentiert haben. Wir sind davon ausgegangen, bei einer vollen Halle, bei einer wirklich guten Stimmung hier auch in der Halle vom Wetzlarer Publikum und ja, den Abläufen, die Wetzlar in der Woche hatte, dass sie alles hier reinbringen werden, alles investieren werden in dieses Spiel. Das hat man in den ersten 15 Minuten auch, finde ich, eindrucksvoll gemerkt, mit welcher Intensität Wetzlar gespielt hat. Wie sehr sie sich reingehangen haben. Also ich glaube, dass kein Wetzlarer Zuschauer heute aus der Halle geht und der Mannschaft in irgendeiner Form vorwerfen kann, dass sie nicht alles investiert haben. Die Körpersprache war dann auch schon imponierend. Aber ja, im Umkehrschluss umso imponierender finde ich, dass wie wir dagegen gehalten haben, wie wir auch spielerisch aus meiner Sicht die bestimmendere Mannschaft waren. Und dann in der zweiten Halbzeit einfach in unserer Abwehrqualität mit Kooperation Torhüter dann in den letzten 15 Minuten ja, Wetzlar wirklich große Probleme bereiten konnten. Und wir, wie ich finde, diesen Sieg auch wirklich verdient haben heute. Vielen Dank. Und dann darf ich Hoje für dein Statement bitten. Ja, hallo zusammen. Gratuliere Bergischer an Sieg, der war am Ende auch verdient. Schade, dass wir nicht in erster Halbzeit diese Atmosphäre da genutzt haben. Waren wir schon 2-3 Tore vorne und dann durch verschossene Chancen kam Bergischer leicht zurück ins Spiel. Und da haben wir gut mitgehalten, bis da 4-6 kam ins Spiel und auch 6-5. Und dann dort in Überzahl praktisch haben wir das Spiel verloren. Ich kann zufrieden sein mit der Deckung erste Halbzeit. Auch Erik hat super gespielt, Magnus hat super gespielt, Chucky. Aber das war nicht genug, da müssen wir da 60 Minuten mithalten. Und ja, das, was wir jetzt tun können, diese gute Phase mitnehmen und versuchen, es 60 Minuten durchzuhalten und ruhig bleiben in diesem Abstiegskampf. Ja, vielen Dank. Bevor wir zu euren Fragen kommen, wollen wir die beiden Spieler mit einbinden. Lukas Stutzke, du gibst mir recht, nach 45 Minuten, dann ist das Pendel endgültig dann auf eure Seite geschlagen heute. Ja, hallo zusammen, vielen Dank. Ja, das Pendel, würde ich sagen, ist noch nicht hundertprozentig übergeschlagen. Ganz weg waren wir noch nicht. Ja, die doppelte Unterzahl auf unserer Seite hat uns eigentlich ganz gut getan, weil wir zwei der Bälle geholt haben und hatten dann, wie Jamal schon gesagt hat, unsere Abwehr, die stand super mit dem Christopher Rudek hinten drin. Und ja, im Angriff haben wir immer Lösungen gefunden, auch am Ende mit der doppelten Manndeckung sozusagen. Macht Noah das überragend, macht da zwei wichtige Tore und ja, so bringen wir das Ding verdient am Ende nach Hause. Ja, danke schön. Ja, Domen, es wurde viel investiert, auch vor dem Spiel heute. Wie ja, kannst du die 60 Minuten am besten zusammenfassen? Ja, hallo zusammen. Zum ersten Glückwunsch zum BHC. Ja, wir haben, glaube ich, gut gestartet. Wir waren im Spiel, Halle war da. Erste Halbzeit war echt gut. Schade, dass wir waren nicht vorne waren. Aber dann, wie gesagt, schon zweite Halbzeit, speziell 6-4, doppelte Überzahl, war ich glaube, ein entscheidender Faktor in diesem Spiel. Ich habe auch nicht ein paar Entscheidungen verstanden, aber das ist für etwas anderes. Also, wir müssen weiter kämpfen. Wir haben noch Spiele vor uns und ich hoffe, dass Fans werden wieder da. Ja, Dom, vielen Dank. Kommen wir zu euren Fragen, bitte. Alles schon geklärt? Dann sagen wir vielen Dank und ja, wünschen unseren Gästen natürlich erstmal einen guten Nachhauseweg. Viel Erfolg noch für die Zukunft, für die nächsten Aufgaben. 1. April, das nächste Heimspiel, ganz wichtig. Auch da die große Bitte, unterstützt die HSG Wetzlar, besorgt euch die Tickets, seid dabei. 18:30 Uhr, Heimspiel gegen Minden und euch alles Gute für die nächsten Aufgaben.